Römer Kapitel 2, Kapitel 5, Vers 11. Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen, aber häufst du dir selber Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam Zorn und Grimm. Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Gut, ich weiß nicht, ob Sie sich den Text vorher schon mal gelesen haben, aber mir ging es so, ich dachte, ja, der Text ist gar nicht so einfach, der wirft manche Fragen auf, wenn man ihn so zunächst einmal liest. Und dann muss man nochmal lesen, nochmal lesen, nochmal lesen, immer wieder das ganze Kapitel, die Zusammenhänge und so weiter und so fort. Ja, dass man ihn etwas besser verstehen kann. Zum Beispiel, wir haben festgestellt, es geht hier um den Zorn Gottes, es geht in der Hauptsache um Werke und Gnade wird praktisch gar nicht erwähnt. Ja, was ist da gemeint? Worum geht es da genau? Und dann, wenn man dann den Abschnitt eben öfters liest, wenn man ihn verstehen möchte, dann muss man ihn richtig einordnen und den Kontext beachten. Also im Fachgebrauch sagt man ja Exegese, nicht wahr? Exegese, unterteilen, herausarbeiten oder auch sezieren. Ja? Und das geht so ungefähr in die gleiche Richtung. Also, dass man voneinander, dass man weiß, das gehört dahin und das gehört dahin. Ja, wie auf einem Teller, den man serviert vielleicht auch. Oder Fleisch hat ja seinen bestimmten Platz und das Gemüse und so. Und die Teigwaren, ja, oder auch das Besteck. Und das fällt alles so mehr oder weniger unter diesem Begriff. Und darum fragen wir uns jetzt auch gleich, von was ist hier eigentlich die Rede? Ich habe schon angetönt, es geht zunächst um die Offenbarung des Zornes Gottes. Und zwar vom Himmel her. Dann geht es in der Hauptsache, hatte ich auch schon gesagt, um Werke, die hier sehr eindringlich sogar erwähnt werden. Des Weiteren geht es um Juden, die unter dem Gesetz stehen, und um Nationen, oder nennen wir sie jetzt mal Heiden, die das Gesetz nicht kennen, die das Gesetz nicht hatten. Die wussten ja nichts von dem Sinai-Gesetz des Mose für Israel. Und sie werden beide gerichtet werden. Oder wie es hier in unserem Text auch heißt, zweimal in Vers 9 und 10, den Juden zuerst und den Griechen. Das ist schon mal wichtig, dass wir das im Auge behalten oder im Hinterkopf behalten. Es geht um Juden und es geht um Griechen. Und ich sage Ihnen das jetzt schon mal vorweg, es geht jetzt noch gar nicht mal so sehr um Gemeinde Jesu, um den Leib Christi. Zunächst wird uns erklärt, was es bedeutet, die Anhäufung der Sünden zu erleben. Eins ist klar, und das ist ehrfurchtgebietend, würde ich sagen, es kommt der große Tag der Abrechnung. Irgendwann. Noch kann die Welt machen, was sie will, noch kann in Israel geschehen, was will. Noch kann die Welt arrogant sein und aufgeblasen. Aber eines Tages kommt dieser Tag der Abrechnung. Sonst wäre Gott nicht Gott. Er ist gerecht. Und er muss das machen. Und dieser Tag der Abrechnung kommt natürlich über jeden Menschen, der noch nicht in Jesus Christus gerichtet ist. Das ist ja bei Gemeinde Jesu anders der Fall, ja?
Wer an Jesus Christus glaubt, ist in ihm bereits gerichtet vor Gott, weil Jesus hat das ganze Gericht auf sich genommen. Er hat dein Gericht getragen. Also, das wissen wir alles aus dem Kontext der Bibel des Neuen Testamentes. Beginnen wir mit Vers 5. Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf. Also wir wissen alle, was ein Haufen ist, ja? Wenn ich mit dem Hund gehe, ne? Gassi gehe. Oder wenn man Planierraupen sieht oder Bagger und was weiß ich, die da irgendetwas anhäufen. Du häufst dir selber Zorn auf. Wer ist damit gemeint? Das hatten wir letzte Woche schon behandelt. Es steht in Vers 2, Kapitel 2, Vers 2. Deshalb bist du nicht entschuldigt, o Mensch. Also es geht ganz einfach zunächst einmal um den Menschen. Es geht immer noch nicht so sehr um die Gemeinde Jesu, sondern um das Allgemeine der Menschheit, des Menschen. Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf. Also zwei wesentliche Dinge werden hier erwähnt. Einmal, das ist sehr traurig, aber wahr, der Mensch kann trotz dem Reden Gottes und trotz der Warnungen Gottes, kann er im Eigensinn starrsinnig bleiben. Er kann sich verhärten. Er kann in einer eigenen Willensentscheidung unbußfertig sein. Das ist der Mensch. Der Mensch kann starrsinnig bleiben. Er hört die Botschaft, er liest vielleicht die Bibel, aber er verhärtet sein Herz. Herzensverhärtigkeit, Verhärtung. Das war ganz besonders übrigens der Fall zur Zeit, als Jesus Christus auf dieser Erde lebte, bei den religiösen Führern des Volkes. Jesus hatte denen nämlich mal gesagt, zuerst dem Juden, ja, und dann auch dem Griechen. Jesus hatte ihnen gesagt, im Gleichnis des vierfachen Ackerfeldes, das Wort Gottes fällt auf steinigem Boden. Das waren die Herzen der Pharisäer und Schriftgelehrten. Die waren nicht offen. Die haben von vornherein die Botschaft Jesu abgelehnt. Das ist wie ein Stein, den kannst du ins Wasser legen, da dringt kein Wasser ein. Ja, wenn du den nachher spaltest, dann siehst du, dass der innen immer noch trocken ist, obwohl der vielleicht tagelang im Wasser gelegen ist. In Lukas Evangelium Kapitel 7, Vers 30 heißt es, die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, weil sie sich nicht von ihm taufen ließen. Siehst du, das ist genau das, was der Text hier meint. Ja? Nach deinem Starrsinn, nach deinem Starrsinn, o Mensch, du bist nicht dazu bestimmt. Du verhältst dich so in deinem Herzen, du hörst das Wort und du bist starrsinnig. Und das war bei den Pharisäern der Fall. Sie haben die Botschaft des Herrn Jesus Christus für sich selber wirkungslos gemacht, weil sie so hart waren. Ja, dann die weitere Bedeutung, Menschen, die das Angebot nun so ablehnen, wie die Pharisäer es getan haben. Was hat Jesus ihnen damals gesagt? Ihr werdet in euren Sünden sterben. Also mit anderen Worten, null Vergebung. Und wo keine Vergebung ist, da häufen sich natürlich die Sünden an, ja? Wo keine Vergebung ist, wo keine Neugeburt ist und ein Mensch das Angebot Gottes in Jesus ablehnt, da häufen sich von Tag zu Tag die Sünden an. Keine Vergebung da. Ganz anders ist das bei Menschen, die das Angebot Gottes in Jesus Christus angenommen haben. Da ist die Planierraupe
drüber gefahren, da häuft sich nichts mehr an. Da ist das Schuldenkonto mit einem Mal auf Null gestellt, wenn man an Jesus Christus glaubt. Dann ist die Rede von dem Tag der Abrechnung. Wir lesen in Vers 5 weiter und in Vers 6. Das betrifft jetzt die starrsinnigen Menschen, die nicht bereit sind, Buße zu tun. Am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinem Werk. Nach seinem Werk. Jedem. Du Mensch, das soll der Mensch wissen. Du kommst an Gottes Gericht nicht vorbei. Und wenn hier die Rede ist von dem Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, dann wollen wir des Zusammenhangs halber noch Kapitel 2, Vers 16 lesen. Das ist erst später dran, nächste Woche. Aber da heißt es ja auch, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Oder, es wurde ja schon in Kapitel 1 gesagt, in Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Jetzt fragen wir uns, wenn wir das so lesen, der Tag des Zorns, der Offenbarung des Gerichtes vom Himmel her, ja, welcher Tag des Zornes, der Offenbarung ist denn dann da gemeint? Was ist da gemeint? Ja, da müssen wir nur lesen, 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 suchen. Die Offenbarung gibt uns ja selber die Antwort. Offenbarung Kapitel 6, 16 bis 17, da steht das genauso. Da wissen wir, was gemeint ist. Da rufen die Menschen, wenn die Gerichte Gottes beginnen, über diese Erde zu kommen, da heißt es, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Also wenn der Apostel Paulus hier schon von diesem Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes vom Himmel her spricht, dann redet er von den Ereignissen der Apokalypsis, der kommenden Apokalypsis. Und das ist der Anfang. Hier, Offenbarung Kapitel 6, gekommen ist der Tag des Zorns, er ist gekommen, aber noch nicht vollendet, der zieht sich dann durch die Offenbarung durch, über die Zeit der Offenbarung. Und der Höhepunkt ist dann der große weiße Thron, der dann da steht, vor dem alle Menschen erscheinen müssen. Und ich hatte schon gesagt, möchte es aber nochmal wiederholen, dass es hier im Gesamtkontext um Juden und um Griechen geht. Ja? Vers 9 und Vers 10. Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse verbringt, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre, Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Also der Zusammenhang scheint uns doch zu sagen, dass es in diesen Aussagen nicht, zumindest noch nicht, um die Gemeinde Jesu geht als den Leib Christi, sondern es geht um die allgemeine Menschheit, um das allgemeine Judentum mit Gesetz, um das allgemeine Heidentum ohne Gesetz. Diese Menschen werden eines Tages vor Gott gerichtet. Wo? Wann? Wir haben es gesehen. Offenbarung Kapitel 6, im Zeitraum der großen Trübsal, da offenbart sich der Zorn Gottes vom Himmel her über diese Menschheit. Wenn der Apostel im selben Römerbrief über Gemeinde redet, dann redet er nicht und sagt der Gemeinde, über euch wird aber der Zorn Gottes kommen.
wenn ihr jetzt nicht auch gute Werke tut oder so. Das sagt er nicht. Was sagt er denn der Gemeinde Jesu? Römer Kapitel 5, Vers 9. Das Gegenteil. Vielmehr nun, da wir, und auf einmal redet er von wir. Da redet er ganz anders. Da bindet er sich ja ein. Da meint er also Gemeinde Jesu. Hier in unserem Abschnitt Kapitel 2, du Mensch, du Jude, wer du auch bist, ob groß oder klein, ob erfolgreich, ob angesehen, spielt keine Rolle, du Heide. Aber wenn er über Gemeinde redet, dann sagt er, Römer 5, 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch das Blut gerechtfertigt sind, wir sind ja gerichtet bereits in Christus Jesus, der unser Gericht auf sich genommen hat, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Also offensichtlich muss die Gemeinde dieses Zorngericht, das hier erwähnt wird, nicht ertragen. In der großen Trübsal übrigens, in der Offenbarung, geht es wieder sehr viel um Werke. Wir lesen ja hier, oder wir haben gelesen von Werken, ja? Und in der Offenbarungszeit werden dann auch die Werke der Menschen gerichtet, in der großen Trübsal. Das heißt da zum Beispiel in der Offenbarung, denn ihre Werke folgen ihnen nach, oder siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Geht in der ganzen Offenbarung, können Sie mal in der Konkordanz nachlesen, um Werke. So, und wie ist jetzt diese Beschaffenheit des Gerichtes? Wir lesen weiter, Vers 7 und 8. Denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre, Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Also den Menschen. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Und seht ihr, wenn Sie die Offenbarung lesen, dann werden Sie genau das feststellen, dass das passiert in der Zeit der Offenbarung. Im Buch der Offenbarung wird das schon eben aufgeführt. Wir hatten gesagt, dass die Werke hervorgehoben werden. Und jetzt könnte man ja glauben, wenn man das so liest, ja, dass der Mensch durch Werke gerettet werden kann. Oder wenn er gerettet ist, dass er durch dementsprechend schlechte Werke, die er tut, wieder verloren gehen kann. Das lesen wir ja hier. Das ist eben immer die Problematik, ja, wenn man die Bibel liest. Darum ist der Kontext so wichtig und das Lesen und das Lesen und der ganze Zusammenhang. Bitte erlauben Sie mir, dass ich das noch mal lese. Die mit Ausharren in gutem Werk, ewiges Leben, aber die Streitsüchtigen und so in schlechten Werken, Zorn und Grimm. Ja, man kann nicht durch gute Werke gerettet werden. Es geht nicht. Das widerspricht den Gesamtaussagen der Bibel, das wissen wir. Epheser 2, 8 und 9, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens und das nicht aus euch, nicht mal aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Römer 3, 20, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Keiner wird durch Gesetzeswerke gerettet. Ja, gut, wie ist es denn jetzt zu verstehen, was der Paulus hier schreibt? Halte im Kopf. Er schreibt nicht in dem Maß über die Gemeinde, sondern über allgemeine Menschen aus dem Judentum und dem Heidentum. Ja, die müssen durch die große Trübsal, über die kommt der Zorn Gottes. Ja? Über die ganze Welt kommt der Zorn Gottes. Und bei der ersten Gruppe handelt es sich um Menschen, die in der Trübsal zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Das wissen wir ja, diese 144.000 Versiegelten, die da zum Glauben kommen. Und dann nachher die vielen Überwinder in der Offenbarung aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Nationen, die noch zum Glauben kommen. Die gehören aber nicht zur Gemeinde. Und die
werden durch Gnade gerettet, aber bei denen spielt dann die Werke wieder eine große Rolle. Ihre Werke bilden nicht die Grundlage der Erlösung. Das ist niemals der Fall, aber sie sind eine Folge. Und in der Zeit der Offenbarung bewähren sie sich durch Ausharren, durch Überwinden, durch Widerstehen, indem sie unter allen Umständen die Gerechtigkeit und die Herrlichkeit Gottes suchen und bis zum Schluss daran festhalten. Schon in der Endzeitrede Jesu sagte er, als er über die Endzeit und die Trübsal sprach, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Das wird nicht Gemeinde Jesu in dem Sinne gesagt. Über Gemeinde Jesu wird gesagt, Jesus ist dein Anfänger und Vollender des Glaubens. Aber der Herr wird am Ende der großen Trübsal wiederkommen. Und was wird dann passieren? Dann werden die Toten, die Märtyrer, die während der Trübsal zum Glauben kamen und gestorben sind, die werden auferweckt werden und die werden dann mit ihm im tausendjährigen Reich leben und nachher auf die neue Erde kommen. Und die noch Lebenden, die werden auch gerichtet, Matthäus Kapitel 25, und wenn sie zum Beispiel aus der Nationenwelt den Juden geholfen haben, kommen die auch ins messianische Reich und in das Leben und nachher auf die neue Erde. Sehen Sie? Und da spielen ihre Werke eine große Rolle. Aber bei der zweiten Gruppe handelt es sich dann um Menschen, die eben in der großen Trübsal an der Ungerechtigkeit festhielten und dieser mehr Glauben schenkten als der Gerechtigkeit. Den Anfang haben wir ja heute schon und das personifiziert sich später dann in dem Antichristen. Sie haben ihre Herzen verhärtet, sie sind nicht bereit, Buße zu tun. Und darum werden sie dann auch der Ungerechtigkeit übergeben. Da muss man nur lesen, ich tue das jetzt nicht der Zeit halber, aber das, wenn Sie das möchten, 2. Thessalonicher 2, 9 bis 12, weil sie die Liebe zur Wahrheit abgelehnt haben, weil sie die Ungerechtigkeit liebten, wird Gott ihnen kräftige Irrtümer schenken oder schicken und als Krone den Antichristen. Und diese Menschen kommen unter den Zorn in dem Sinne, dass sie schon nicht ins tausendjährige Reich gelangen, sondern sterben geht hin, ihr Verfluchten, sagt Jesus diesen Menschen in Matthäus 25. Und später werden die dann auferweckt vor dem großen weißen Thron und dann kommen die in den Feuersee. Also, noch einmal ganz kurz. Es geht um die Menschheit, Juden, Griechen, die sich gegen Gott versündigt, die nachher in die Zorneszeit hineinkommen. Etliche bekehren sich dann und bewähren sich durch Werke und kriegen das Leben. Andere bekehren sich nicht und verlieren das ewige Leben. So einfach ist es eigentlich. Aber eins möchte ich doch noch mal sagen. Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt. Sowohl Jude als Grieche. Herrlichkeit, aber Ehre, Frieden jeden, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden als auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Es gibt ja eine vorlaufende Gnade, haben wir wahrscheinlich alle erlebt. Schon bevor wir gerettet wurden, haben wir so manche Gnadenerweise Gottes erfahren. Es gibt aber auch vorlaufende Angst und Drangsal. Und das erlebt unsere Welt immer mehr. Ja? Hier, Drangsal und Angst über jede Seele, also allgemein die Menschheit, über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt. Wissen Sie, da fragt man sich schon, warum hat unsere Menschheit heute zunehmend Angst? Zunehmend. Warum nennt man sich die letzte Generation?
Ja, wenn man Angst hat. Warum kämpft man so angstverzerrt für die Umwelt und die Ideologien? Warum nimmt weltweite Härte zu, Stolz und Anarchismus? Weil die Bosheit zunimmt, weil man Christus ablehnt. In Israel, das Volk wird zunehmend hart. Und in der Nationenwelt ist es nie anders. Wer Gott ablehnt, der wird vom Teufel manipuliert. Wer Gottes Wort aus dem Weg geht, dem steigt die Lüge ins Haus. Wer dem Licht aus dem Weg geht, wird von der Finsternis umgeben. Wer das Heil ablehnt, wird vom Unheil bestimmt. Ist heute schon. Darum nochmal, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt. Dabei könnte man daraus errettet werden, ja, indem man das Herz nicht mehr verhärtet und Buße tut und sagt, Herr Jesus Christus, ich möchte an dich glauben. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden und rette mich. Dann wird der Berg, die Anhäufung der Sünden, planiert, weggewischt, ins Meer geworfen, auf Null gestellt, das Schuldenkonto, und dann ist man errettet. Und da gibt es bei Gott kein Ansehen der Person. Ja, das können die Juden, da können sie noch so sagen, auch die frommen Juden, die Orthodoxen, ja. Nennen wir es ruhig mal bei Namen, die können sagen, ja, wir beten doch an der Klagemauer, wir machen doch dies und tun doch jenes und so. Wenn sie Jesus ablehnen, Drangsal und Angst, keine Erlösung möglich. Und die Nationen auch nicht, so religiös sie sind oder sein können, ohne Jesus keine Errettung möglich. Und das ist natürlich insofern schon der Gemeinde geschrieben, weil, ist ja klar, der Römerbrief richtet sich ja an uns, aber wir sollen wissen, wir sollen erleuchtet werden, wie es der Welt gehen wird, was auf die Welt zukommt. Ja? Und wir dürfen dankbar sein, Herr, dass wir das erkannt haben und dass Jesus unser Gericht auf sich genommen hat. Amen.